Zu meinem großen Glück rutschte und schlitterte ich eher, als dass ich fiel, denn nach vielleicht 1,5 Metern freien Falls führte das Loch nicht mehr ganz so steil nach unten, sondern das Erdreich bildete eine Art Rampe, die in die Tiefe führte. Mein Knöchel wurde dennoch einer weiteren, äußerst schmerzhaften Belastungsprobe unterzogen. Das wenige Licht, das durch die Öffnung drang, ließ mich nicht besonders viel erkennen, aber es reichte aus, um mich sehen zu lassen, dass ich mich in einer Art Höhle befand, die einen Durchmesser von 3 Metern hatte und an deren nördlicher Wand das Erdreich abgetragen worden war und eine massive Betonwand freigab. Mitten in dieser Betonwand befand sich ein weiteres, fast kreisrundes Loch, hinter dem eine noch tiefere Schwärze lauerte. Aus dem Loch zog alte und krank riechende Luft in meine Richtung. Es ging ja also doch noch weiter nach Norden. Ich konnte kaum fassen, wie viel Glück ich gehabt hatte. Während ich mich vorsichtig auf das Loch zubewegte, um es eingehender untersuchen zu können, überlegte ich, ob ich mich mit der Armbrust auf die Lauer legen sollte. In der Dunkelheit würde ich für meine Verfolger unsichtbar sein, wohingegen sie perfekte Ziele abgeben würden, wie sie, vom herbstlichen Tageslicht angestrahlt, in die Höhle zu ihren Füßen hinunterstarren würden. Ich ging neben dem Durchbruch in der nördlichen Wand in die Hocke und machte meine Armbrust wieder schussbereit. Der üble Geruch, den das Loch verströmte, war jetzt deutlich stärker. Ich konnte ihn allerdings nicht näher definieren. Durch das Zielfernrohr nahm ich die obere Öffnung der Höhle ins Visier. Gleich würde bestimmt die erste der Gestalten auftauchen und zu mir herunterstarren. Und tatsächlich, eine dunkle Silhouette zeichnete sich ab. Mein Finger näherte sich dem Abzug. Nur ein wenig mehr Druck, und mein Bolzen würde sich mit etwas Glück in den Schädel des Degenerierten bohren und ihm ein schnelles Ende bereiten. Gerade wollte ich schießen, da wurde die Silhouette kleiner, bewegte sich rückwärts und war einen Moment später nicht mehr zu sehen. Ich behielt das Loch weiter im Visier und lauschte. Schritte von mehreren Personen wurden lauter. Die Hunde versammeln sich vor dem Dachsbau. Kurz erschien ein weiterer Kopf vor der Öffnung und verschwand wieder, und ich fragte mich, ob es wohl Einhand gewesen war. Es folgte ein Tuscheln und Flüstern, ein lauteres, protestierendes Wort, ein dumpfer Schlag und dann ein Keuchen. Die Hunde besprechen ihre Vorgehensweise. Dann entfernten sich die Schritte und ich hörte nichts mehr. Lagen sie auf der Lauer, ähnlich wie ich, ihre Pfeile auf die Öffnung im Boden gerichtet? Oder waren sie weitergegangen? Sie konnten sich nicht sicher sein, dass ich tatsächlich hier unten war. Vielleicht durchkämmten sie auch weiter das Trümmerfeld nach mir. Vielleicht hatten sie auch einen einzelnen Wächter in dem Loch zurückgelassen, der sofort Alarm geben würde, sobald ich meinen Kopf wieder aus der Öffnung strecken würde. Nein, im Moment konnte ich nicht zurück an die Oberfläche, und in den nächsten Minuten wagte ich es auch nicht, das leiseste Geräusch zu machen. Scheinbar ewig verharrte ich in dieser Stellung, bis ich irgendwann versuchte, so leise wie möglich eine Position zu finden, in der meine Gliedmaßen nicht einschlafen oder verkrampfen würden, und behielt den Zugang zur Oberfläche permanent im Auge. Der übelriechende Mauerdurchbruch, neben dem ich kauerte, schien mein einziger, halbwegs sicherer Ausweg zu sein. Es war einfach unmöglich abzuschätzen, was oben an der Oberfläche auf mich wartete. Gut, das galt für die Schwärze hinter mir ebenfalls, aber ich ging davon aus, dort zumindest nicht augenblicklich mit Pfeilen gespickt zu werden, sobald mein Kopf in der Maueröffnung sichtbar werden würde. Es waren inzwischen viele Minuten vergangen, und ich hatte nicht das leiseste Geräusch vernommen, das mich auf die Anwesenheit anderer Menschen schließen ließ. Die Kälte, die durch meine nassen Klamotten verstärkt in meine Knochen gekrochen war, wurde immer grausamer und unerträglicher. Ich zwang mich, noch einige Minuten weiter zu verharren, aber mir war bewusst, dass ich auch nicht ewig in diesem Erdloch kauern konnte. Noch immer hatte ich weder von oben noch aus der Schwärze hinter mir ein Geräusch wahrgenommen, und schließlich stand ich auf.
Dabei krachte mein linkes Knie dermaßen, dass ich sicher war, dass man es auch oben an der Oberfläche laut und deutlich gehört haben musste. Aber nichts. Keine wahrnehmbare Reaktion. Sachte legte ich meine Armbrust auf dem feuchten Erdboden nieder und streckte mich, überprüfte die Funktionsfähigkeit meiner Glieder und nachdem ich das widerliche, schmerzhafte Kribbeln, das mit meiner durch die veränderte Haltung verbesserten Durchblutung einherging, überstanden hatte, ohne einen Laut von mir zu geben, duckte ich mich und schob meinen Körper durch die nördliche Öffnung der Höhle, die mir auf so unerwartete Weise das Leben gerettet hatte. Vorerst zumindest. Als ich mich auf der anderen Seite der Mauer wieder aufrichtete, stellte ich fest, dass es sich hier um einen von Osten nach Westen verlaufenden Tunnel oder eine Art Unterführung handeln musste. Sehen konnte ich freilich nicht bis an die gegenüberliegende Tunnelwand, aber die hallenden, klackernden Geräusche und deren Echos sagten mir zumindest, dass es sich bei diesem schwarzen, riesigen und neuen Universum, das ich gerade blind wie ein Maulwurf zu durchqueren begann, um etwas handeln musste, das von Menschenhand erschaffen worden war. Auch der Boden zu meinen Füßen war glatt und eben, was mich in meiner Einschätzung zu bestätigen schien. Die Armbrust hatte ich mir wieder umgehängt und ich tastete mich an der Wand entlang in die Richtung, von der ich glauben wollte, dass es sich um Osten handelte, denn ich hatte die unbegründete Hoffnung, auf diese Weise irgendwie zurück in die Nähe der schmalen Brücke zu gelangen, die mich wieder zu Wanda und Mariam führen sollte. Irgendwo dort würde es schon wieder einen Weg nach oben geben, oder nicht? Alle paar Schritte blieb ich stehen und schaute in die undurchdringliche Dunkelheit. Meine Anwesenheit schien bisher von nichts und niemandem bemerkt worden zu sein. Gelegentlich stießen meine Füße gegen ein Hindernis, aber es handelte sich, wie ich herausfand, wenn ich vorsichtig in die Hocke ging und mit den Händen in die Schwärze tastete, immer um irgendetwas Liegengebliebenes oder um etwas Totes. Eine alte hölzerne Obstkiste, ein Autoreifen, ein Rattenkadaver, ein Bündel feuchter, kalter Decken oder Lumpen und ähnliches. Einmal stieß ich auf die Leiche eines großen Hundes, den es irgendwie hierher verschlagen haben musste. Er war noch nicht skelettiert, aber ob er tatsächlich erst vor kurzem verendet war oder ob es an der kalten Dunkelheit hier unten lag, konnte ich nicht sagen. Nach diesen Erfahrungen, die ich in den, wie ich schätze, ersten 30 Minuten in dieser stinkenden Schwärze gemacht hatte, wich meine anfängliche, ängstliche Vorsicht einer etwas zuversichtlicheren Routine. Zwar machte ich immer noch alle paar Schritte eine Pause und lauschte, aber ich war längst nicht mehr so verkrampft wie zu Anfang. Nur elend kalt war mir immer noch. Auch den allgegenwärtigen Gestank hier unten nahm ich inzwischen nicht mehr als wirklich unangenehm wahr. Ja, fast bemerkte ich ihn gar nicht mehr. Während meine rechte Hand weiter dafür sorgte, dass ich Kontakt zur Wand des Tunnels hielt, tastete ich mit der linken in den Hosentaschen meiner Jeans herum. Und tatsächlich, da war es. Ein Einwegfeuerzeug. Ich hatte die ganze Zeit über unbewusst gehofft, dass ich eines bei mir haben würde. Natürlich würde es nass sein und nicht gleich funktionieren. Während ich mich weiter durch die Schwärze tastete, schüttelte ich es im Gehen mit dem Feuerstein nach unten mehrere Minuten lang aus. Als ich der Meinung war, genug geschüttelt zu haben und darüber hinaus mit dem linken Fuß einmal mehr gegen ein weiches Hindernis gestoßen war, hielt ich wieder an. Zögernd und vorsichtig tastend streckte ich meine Finger in Richtung des unbekannten Dings zu meinen Füßen aus.